Hallo und welcome back, Friends, zu einem weiteren Video. Warte. Weihnachtliche Träume, verschneite Träume in Pandora. Heute machen wir die Erkundungsquest, der Weg nach Hause Teil 1 im Kinglowald. So, erstmal Prost, Chapeau und vielen Dank für euren Support, die Follows und alles weitere, my Friends. Euch. Und ich bin jetzt ganz ehrlich, ich habe die Mission einfach nie gemacht, weil ich der Meinung war, ich finde das Ding nicht. Ihr könnt jetzt in die Kommentare schon mal schreiben. Obwohl, ihr seht ja die Videolänge dann. Das macht keinen Sinn. Teddy ist schwebt hier wieder über mir, der kann ja mal einen Tipp abgeben, wie lange er denkt, wie lange ich brauche ohne Hilfe, um genau das Bild dort zu finden. Ihr werdet es auf YouTube ja sehen, anhand der Videolänge. So, der Weg nach Hause, Teil 1. Ich habe einen RDA-Ordner mit Befehlen und Notizen darüber, einen RDA-Botaniker namens Nathan Williams gefunden. Es war auch ein Foto dabei. Das hier, das Foto. Es wurde wohl im Gebiet des Schattenwaldes aufgenommen. Irgendwo in der Mitte des verschlungenen Stroms. Sieh das Bild an, das den RDA-Befehl beigefügt war. Ah ja, selber hier von meiner Shopping-Tour. Was noch aktuell ist. Ah ja, so. Schattenwaldes, verschlungener Strom. Im Kinglowald. Ah, Schattenwald. Ah, ich glaube, ich habe das nie gemacht, weil ich damals noch im Kinglowald. Das finden wir bestimmt. Verschlungener Strom. Na bitte, das ist das hier. Und da wir ja hier auf die Felsen gucken müssen. Ich tue einfach mal random hier die Markierung hinsetzen, weil ich fast glaube, dass das hier irgendwo ist. Machen wir mal eine Schnellreise. Und wie ihr gesehen habt, ich habe noch keine Mission von der Weg nach Hause Mission gemacht. Ich sage ein Stück weiter links von deiner Markierung. Okay. Oh, hier, das sieht ja fast danach aus. Oh. Was, kann ich das Bild irgendwie anheften hier? Oder? Da drüben haben wir die komischen. Hätte ich aber nicht entschieden, indem du dir einen Guide dazu nimmst. Das Bild muss ich erstmal prägen. Also der Typ steht fast im Wasser. Da guckt er rechts rum, Mitte rum, links rum. Aber es ist halt diese Grafik auch schon wieder. Guckt mal, wie das lebt hier. Jedes fucking Insekt führt hier ein Eigenleben, ne? Macht sein Ding. Dann das Wasser, das ist alles so. Oh. Guck mal, spritzt der Schlamm hoch. Ich brauche kein Guide, ich bin selber einer. Das stimmt allerdings. Das ist, das. Da kann Teddy genau was vormachen. Mittig. Guck mal, so. Nee, die Perspektive ist es auf jeden Fall. Ne? Das könnte es sein, oder mal?
Ah ne, du hast diesen komischen verwundenen Bogen. Relativ nahe dran, ne? Eigentlich. Da steht fast unter den Dingen. Aber dieser verwundene Bogen ist da nicht dabei. Also mit das Ding hier, das meine ich mit verwundener Baum. Was essen möchte Oma, kleiner Offizier? Boah, habe ich keine Waffen mehr? Ich wollte gerade sagen, das meine ich mit verwundener Baum. So. Blendet die Sonne her. Ja. Wir müssen ja eh die Dinger sehen hier. Ja. Wir sind verschlungener Strom. Ach so. Ich bin da selber noch gar in meiner eigenen Markierung. Wie auf dem Foto. Mein Können lässt mich heute im Stich. Vielleicht kann ein Bogen mehr ausrichten. Oder bevorzugst du den Ah, warte mal, Digga. Was? Wenn du so hier guckst, hä? Der Brunnen ist auf dem Bild vorne, er erkundet das Gebiet. Viele Fische. Wo quatsch denn, du Typ, Mann? Dann chillt er hier irgendwo im Gebüsch. Zauber mal. Ah, okay. Erkundet es. Oh, warte mal, das zeigt. Auf der Karte ist ja nichts, ne? Interessant, interessant. Eieiei, was? Was ist das? Hallo, hallo? Das Jackster mit seinem Navi-Schwindel. Ah, ja. Priya, hier sind Zeichnungen. Comic-Heftseite. 1 von 11. Comic-Heftseite 1 gefunden im westlichen Teil des Kinderwalds. So beginnt die Geschichte. Ein felsiger, trostloser Planet schwebt im All. Auf dem Planeten steht ein Haus. Mit einem riesigen wackeligen Teleskop, ein Raumschiff rast auf dem Planeten zu. Im Cockpit ein 7 Jahre alter Junge, Harry Williams. Auch ein Häschen ist mit dabei. Nein, eher Illustrationen. Mike Eine Illustrated. Geschichte. Nicht dein Ernst? Ein Comic auf Pandora? Ich glaube, der Botaniker hat sie gezeichnet. Der hat mir im Stream aber. Fuck, jetzt hab ich so Handy geguckt. Kam gerade jetzt schon hier Mission abgeschlossen? Nee. Richtig. Aber haben sie auch nicht mehr Questlog, oder? Also haben wir es abgeschlossen. Ja, ich hatte recht mit weiter links. Lächelndes Gesicht. Ja, hat es der Teddy. Ja, jetzt überlege ich, machen wir dafür ein einzelnes Video, 9 Minuten? Oder tue ich gleich einen zweiten Teil auch gleich noch mit dranhängen? Nacht, klar, gut. Künstler. Sehr schön. So.
Ja, Freunde. Ey, ich mache euch, da könnt ihr euch das wieder raussuchen. Ein einzelnes Video quasi. Ist zwar dann natürlich nicht so lang, wie ihr das, was ihr es gerne hättet, aber ihr könnt euch halt wie immer spezifisch raussuchen, welchen Teil ihr haben wollt und müsst dann nicht groß rumscrollen zwischen Teil 1 und 2 und habt es direkt instant. Ne? Deswegen, ich danke euch, Friends, fürs Einschalten. Wir sehen uns natürlich direkt im nächsten Video wieder. Hier oben erscheint jetzt gleich der Abo-Button. Gerne Abo auf dem Kanal da lassen. Ich danke euch von Herzen. Hilft mir am meisten. Ich will kein Geld, nichts. Ich freue mich, wenn ihr quasi mir in der Form dankt. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns nächstes Mal wieder bei Anal! Geile Träume auf Pandora. Peace, peace, euer Amix.